Wir kommen zum vierten Kapitel, in dem wir uns mit der Geometrie im alten Babylon beschäftigen werden. Vielleicht kurz vorab, wenn ich hier Begriffe anführe wie Satz von Pythagoras und Satz von Thales, dass diese Sätze den Babyloniern bekannt waren, da muss man eine Einschränkung machen. Es waren eben nicht die Sätze als solche oder Beweise bekannt, beziehungsweise wissen wir das nicht, ob sie bekannt waren, weil überliefert worden sind uns eben diese Tafeln und auf den Tafeln finden Sie Listen und Algorithmen. Es sind also Rechenanleitungen vorgegeben, wo ein Problem gelöst wird, wo man anhand der Problemlösung erkennen kann, die müssen eigentlich über den Satz von Pythagoras verfügt haben, sonst kommt man nicht auf dieses Rechenverfahren. Aber der Satz ist dann irgendwo ausformuliert. So, das ist das. Und das Zweite ist, die haben eben auch noch keine Algebra, also wenn etwas vorgeführt wird, immer an Zahlenbeispielen. Aber in diesem Sinne haben die über den Satz von Pythagoras und den Satz von Thales damals schon verfügt. Außerdem kannten sie korrekte Flächenformeln, eben auch wieder im Sinne dieser Rechenanleitung, für Dreiecke und für Trapeze, auch für etwas, was eigentlich relativ schwierig ist, nämlich die Bisektion eines Trapezes. Und sie kannten Näherungslösungen für allgemeine Vierecke. Die berühmteste Näherungslösung für allgemeine Vierecke, die je nach Vierecktyp so ein bisschen verschieden gut funktioniert, ist einfach, dass man die gegenüberliegenden Seiten hernimmt, addiert deren Seitenlängen durch zwei teilt und das dann mit demselben für das andere Paar gegenüberliegender Seiten multipliziert. Je nach Vierecksform gibt das exakte Ergebnisse, es gibt gute Näherungslösungen oder es gibt etwas schlechtere Näherungslösungen. Können Sie sich vielleicht auch mal selber überlegen, wenn Sie das hinmalen, beziehungsweise vielleicht gibt es da auch mal ein Übungsbeispiel dazu, zu dieser Frage, für welche Vierecktypen das eigentlich eine gescheite Näherungsformel ist. Bei der Kreisberechnung, die Kreiszahl ist 5. So, jetzt muss man das so ein bisschen erklären, wo kommt das her mit der 5? Also eigentlich ist die Kreiszahl nicht 5, sondern 5 Minuten, also 0 Semikolon 5. Und das kommt daher, dass die nicht das Verhältnis von Flächeninhalt zu Radius Quadrat notiert haben, sondern das Verhältnis von Flächeninhalt zu Umfang Quadrat. Dann kommt man auf einen Näherungswert von Pi, der 3 ist. Also so die übliche Flächenformel für den Kreis ist 2 Pi R Quadrat, oder? Ja, schaut relativ gut aus. Ich muss immer ein bisschen überlegen, wo die 2 drin steht. Na, ist falsch. Pi R Quadrat ist besser. Ne? So. Und die für den Umfang ist aber 2 Pi R. Jetzt sieht es gut aus. Ne? Pi R Quadrat und 2 Pi R. So, jetzt soll hier kein R auftauchen. Das heißt, ich löse das mal nach R auf. Also steht da R ist gleich U durch 2 Pi. Setze ich das hier mal ein. A ist gleich Pi mal, Klammer auf, U durch 2 Pi in Klammern zum Quadrat. Schaut noch richtig aus. Ne? Ist jetzt noch nicht verrechnet. Also ist das Pi mal U Quadrat durch 4 Pi Quadrat. So, das ist dasselbe wie Pi. Na, Pi kürzt sich weg und hier unten kürzt sich auch ein Pi weg. Also ist das U Quadrat durch 4 Pi. Ja, sieht gut aus. So, und unsere tatsächliche Formel war aber 5/60. Also die Formel, die hatten, war A ist gleich 5/60 mal U Quadrat. So, ja, jetzt müssen wir das hier so ein bisschen anders hinschreiben. 5/60 ist ja sowieso Quatsch. 60 geteilt durch 5 ist 12, also steht hier U Quadrat 12. Und wenn ich dann noch schreibe U Quadrat 4 mal 3, dann sehe ich halt, hier ist die 3 und hier ist das Pi. Also der Näherungswert, der für Pi da verwendet wird, wenn Sie mit 5/60 rechnen in der Formel, ist tatsächlich 3. Es gibt noch einige andere Stellen, da ist mit 3 1/8 gerechnet worden. Das ist natürlich besser.
Schließlich haben wir noch Hohlmaße, also Volumina von Quadern, von senkrechten Prismen und von Zylindern. Diese Hohlmaße findet man eben auch, weil die für praktische Zwecke wichtig sind, für die Berechnung von Kanälen, für Dämme, für Ausschachtungen und Aufschüttungen. Aber an zwei Probleme wollen wir uns jetzt mal etwas genauer heranwagen. Das erste Problem entnehmen wir wieder einer dieser Tafeln. Das ist die Tafel BM85196. Die stammt also aus dieser Phase in ungefähr 1900 bis 1700 vor Christus und die ist wieder im British Museum eingelagert. Auf dieser Tafel kann man das Folgende lesen. Ein Balken, der 0 Semikolon 30 gar, das ist vermutlich ein Längenmaß. Von oben ist er 6 herabgekommen. Von unten, was hat er sich entfernt? Und jetzt kommt eine Anleitung, wie man das rechnet. 30 Quadriere, 15 siehst du und so weiter. Gut, jetzt wollen wir mal verstehen, was passiert hier eigentlich. Und die verblüffende Erkenntnis, die man da zieht, ist, das ist die berühmte rutschende Leiter. Dann probieren wir doch mal, ob wir das in eine moderne Notation mit Algebra übersetzt bekommen. Hier ist diese Rechenanleitung immer mit Zahlen und wir identifizieren jetzt die Zahlen mit den Größen, die wir hier in der Zeichnung haben. Und ich mache das Zeile für Zeile und schreibe dann immer drunter, was die übersetzte Rechnung bedeutet. 30 Quadriere, 30, das ist das B, also die Länge von dem rutschenden Balken, die der ja erstmal hier oben hochgestanden hat. 30 Quadriere, das würde bedeuten B Quadrat. So, jetzt müssen wir schauen, 30 Quadriere, 15 siehst du. Ich hatte aber schon gesagt, die 30 sind eigentlich 0 Semikolon 30. Also sind das eigentlich nicht 30, sondern nur 30 Sechzigstel, die quadriert werden. Und jetzt machen wir das so, wie der Lehrer uns das in der Schule empfohlen hat. Das wird erstmal vollständig gekürzt. Ist das ein Halbquadrat? Das ist ein Viertel. Jetzt übersetzen wir das wieder zurück in einen Sechsagesimalbruch. Das ist 15 Sechzigstel. Also wenn man 0 Semikolon 30 quadriert, kommt tatsächlich 0 Semikolon 15 raus. Nächste Zeile. 6 von 30 abgezogen, 24 siehst du. Das ist hier dieses gerutschte Stück. Wenn ich hier die 30 habe und ich ziehe die 6 ab, das ist die Länge, das ist also mein H, was da abgezogen wird. Also erhalte ich hier zweite Zeile B minus H gleich 30 Sechzigstel minus 6 Sechzigstel ergibt 24 Sechzigstel. Dritte Zeile, die 24 quadriere, 9,36 siehst du, beziehungsweise wieder eigentlich 0 Semikolon 9,36. Also dritte Zeile, wir nehmen das b minus h und werden das quadrieren. So, jetzt ist das 24 Sechzigstel zum Quadrat. So, jetzt müssen wir 24 quadrieren. Da habe ich gemogelt, das habe ich mir schon herausgeschrieben. Das sind 576 und das Ganze durch 60 Quadrat. Die können wir ja erstmal stehen lassen. Das ist dasselbe wie 540 Sechzigstel zum Quadrat. Plus 36 Sechzigstel zum Quadrat. 540, das lässt sich durch 60 teilen, das ist genau 9. Also bleiben da 9 Sechzigstel plus 36 Sechzigstel zum Quadrat. So, jetzt haben wir also hier unsere 9,36, die eigentlich 0 Semikolon 9,36 ist. Vierte Zeile. 9,36 von 15 ziehe ab. 5,24 siehst du. So, da brauche ich glaube ich ein bisschen mehr Platz. Ich fange mal etwas weiter vorne an. Viertens. Ja, also von dem B ziehen wir das B minus H in Klammern zum Quadrat ab. Das ist ja genau, wie wir das nach Satz von Pythagoras machen würden, um an diese Länge von der zweiten Kathete heranzukommen. Schauen wir mal. Also jetzt, was haben wir denn da? Wir müssen erstmal das b Quadrat haben.
Das b-Quadrat ist 24, na, das b-Quadrat ist 15 Sechzigstel, jetzt hätte ich da was Falsches was hingeschrieben, b-Quadrat ist 15 Sechzigstel minus 9 Sechzigstel minus dann natürlich 36 Sechzigstel zum Quadrat. So, jetzt müssen wir das noch hinkriegen. 15 minus 9 Sechzigstel, das kriegen wir hin. Das sind 4 Sechzigstel minus 36 Sechzigstel zum Quadrat. So, das ist aber auch noch nicht schön. Ich gebe mal einen von den Sechzigsteln, von den 4 Sechzigsteln, muss ich irgendwie weggeben, sonst komme ich hier... Ach, jetzt habe ich mich verrechnet, entschuldigen Sie. 15 minus 9 ist natürlich 6 Sechzigstel. So, 6 Sechzigstel. Jetzt aber. Ja, wir müssen ja auf die 5 24 auch kommen. 6 Sechzigstel, einen davon gebe ich weg. 5 Sechzigstel plus 1 Sechzigstel minus 36 Sechzigstel zum Quadrat. So, jetzt mache ich Folgendes. Hier muss ich das ja abziehen, das heißt, das wandle ich in 60 Quadratstel um. Das heißt, das Ganze muss ich hier mit 60 offensichtlich erweitern. Also steht da 5 Sechzigstel plus 60 minus 36 60 Quadratstel und das ergibt genau 5 Sechzigstel plus 24 Sechzigstel zum Quadrat. Okay, wunderbar. Das ist unsere 0 Semikolon 5,24. So, fünfte Zeile. Was müssen wir jetzt noch machen? 5,24 hat was als Quadratwurzel 18. So, was ist denn das jetzt für eine 18? Ja, da müssen wir jetzt mal überlegen, wie kommen wir darauf, dass das 0 Semikolon 18 ist. Probieren wir mal aus. Also erstmal, was macht der hier algebraisch in der Zeile? Der zieht einfach die Wurzel aus der ganzen Chose, die wir oben haben, b Quadrat minus b minus h zum Quadrat und behauptet dann, was da herauskommt, wäre 18 Sechzigstel. So, jetzt müssen wir das mal verifizieren, indem wir vielleicht hingehen und das, was hier steht, wieder quadrieren. Dann steht da also 18 Quadrat geteilt durch 60 Quadrat. So, jetzt müssen wir 18 Quadrat rechnen. Machen wir eine kleine Nebenrechnung. 18 mal 18. 1 mal 18 ist 18. 8 mal 8 ist 64. Die 6 gemerkt. Und 8 mal 1 ist 8 plus 6. 8 plus 6 ist 14. Also haben wir da 4. 4 und 8 ist 2, 324. Also steht hier, wenn wir das quadrieren, diesen Ausdruck hier, und hier steht ein Quadrat, steht hier 324 geteilt durch 60 zum Quadrat. 324 geteilt durch 60 zum Quadrat. Und das ist ja wohl 5 mal 60 plus 24. Geteilt durch 60 zum Quadrat und dann sehen wir wieder, aha, da steht also eigentlich 5 Sechzigstel plus 24 Sechzigstel zum Quadrat. Das ist also in der Tat die gesuchte Wurzel. Gut, das war also der Satz von Pythagoras bzw. die berühmte rutschende Leiter. Übrigens sind diese eingekleideten Aufgaben, die sind ein Weg, wie man auch feststellen kann, wer von wem Mathematik übernommen hat. Man kann für einzelne dieser Aufgaben, wie die rutschende Leiter, sehr gut nachvollziehen, wie die dann über Griechenland meinetwegen hin zu den Arabern bis nach Indien gegangen ist. Das heißt, diese Textaufgaben, wo heute noch die Schüler stöhnen, die haben für die Mathematikhistoriker eine ganz besondere Bedeutung. Hier sehen Sie eine andere Tafel, die Tafel BM15285. Auf der sind nur Aufgaben enthalten, aber keine Lösungen. Da ist zum Beispiel diese, so ist das nochmal transkribiert. Ich war halt sehr ordentlich, habe immer die Transkriptionen rausgesucht und die Bilder. So,
1 ist die Länge, ein Quadrat in sein Inneres, 8 Dreiecke habe ich gelegt. Was sind ihre Flächen? Das ist auch eine Aufgabe, wo es um Pythagoras geht. Und das Bild ist da auf der Tafel und Gericke ergänzt dann das Bild daneben auf der Seite. Das stammt aber eigentlich von Schopenhauer, also ein paar Jährchen später, um es mal vorsichtig zu sagen, um nicht zu sagen 2000 irgendwas Jahre später, oder 3000 irgendwas Jahre später. Was man da denkt, ist, aha, was sein könnte, was gewesen sein könnte, ist, dass denen tatsächlich eine Begründung für diesen Spezialfall gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck bekannt war. Nämlich, wenn Sie mal überlegen, Sie haben da diese 8 Dreiecke, wenn die Sie jetzt so geschickt da nach außen wegklappen, dann sehen Sie, dass die zwei kleinen Quadrate, die auf ihrer Ecke jeweils stehen, sind ja jeweils aus 2 Dreiecken zusammengesetzt. Und das große Quadrat in der Mitte ist aus 4 Quadraten zusammengesetzt. Also hat das innere Quadrat genau 2-mal die Fläche von den zwei äußeren. Also 2-mal a Quadrat ist gleich b Quadrat. Für diesen einfachen Spezialfall könnte man vermuten, haben die wahrscheinlich auch eine Begründung für den Pythagoras irgendwie gekannt, sagt der Herr Gericke. Die berühmteste, die darf überhaupt nicht fehlen, Jail Babylonic Collection 7289, also die ist wirklich überall. Und da wird ganz viel drüber erzählt, was man da alles sehen könnte. Also den Satz von Pythagoras oder dass die schon das Heron-Verfahren hatten. Alles Mögliche wird da reingelesen. Wir gucken jetzt mal, was da nachweislich man da sieht. Schauen wir uns das mal an. Also erstmal brauchen wir natürlich wieder eine Umschreibung. Dann sieht man die Sachen einfach besser. Wir folgen jetzt mal der Argumentation von Herrn Neugebauer aus diesem Keilschrifttext-Standardwerk von 1935. Der deutet diese Abbildung wie folgt. Also zunächst mal, das ist vielleicht unschwer zu erkennen, sieht man hier oben eine Zahl, die, nenne ich jetzt mal 1, eine 30 ist. Oder eben könnte natürlich auch 0 Semikolon 30 sein, 30 Semikolon irgendwas. Aber sagen wir mal, das ist 30. Jetzt geht es in die nächste Zahl und hier bei diesen beiden Zahlen kommen wir natürlich schon in das Problem, dass wir nicht genau wissen, wo da jetzt eigentlich die Stellenwertabtrennungen sind. Das kann man auch nur durch Kontextüberlegungen, durch Probieren herausbekommen. Jetzt werde ich mal hingehen und kürze den Prozess etwas ab, indem ich sage, okay, ich weiß schon, wie das ist. Das sind hier, sind das diese Stellenwerteinteilungen, also hier, hier und hier. Und hier vorne sind die Stellenwerteinteilungen hier und hier. So, jetzt lese ich die Zahlen mal ab, die dann da sind. Die zweite Zahl, die ich erkennen kann, ist vorne eine 1, dann eine 24. Dann eine 1, 2, 3, 4, 5, 51 und hier hinten haben wir nochmal einen Zehner lose stehen. Drittens, dritte Zahl, die hier unten, 1, 2, 3, 4 und 2 macht 42 und 1, 2 und 5, 25 und hintere Zahl, da sind 3 Haken und 5, 35. So, jetzt ist dem Herrn Neugebauer was aufgefallen. Es steht hier ja so nett an der Seite dran, könnte die Seitenlänge von diesem Quadrat sein. Wenn das so wäre, 30, 42, das kommt ziemlich gut hin mit der diagonalen Länge. Und jetzt versuchen wir mal zu verstehen, was eigentlich diese zwei Zahlen sind. Die Idee ist nämlich, dass vielleicht eine Multiplikation von der 30 mit dieser Zahl diese Zahl ergeben könnte. So, ich müsste jetzt also eigentlich rechnen 30 mal 1,24,51,10. Ich schreibe mal überall ein Komma, ich weiß jetzt eigentlich nicht, wo die Einer sitzen. Hier weiß ich das auch nicht. Das heißt, ich könnte das hier, muss ich mir nicht unbedingt als 30 denken, sondern könnte mir das auch als 0,30 denken. Wenn ich es als 0,30 denke, 0,30 ist genau ein Halb. Also steht hier eigentlich mal ein Halb unter Umständen. Je nachdem, ich kann ja mal die Einheit wechseln. Mal ein Halb lässt sich nämlich leichter rechnen als 30 mal dies hier. Und im Grunde genommen ist das nur eine Verschiebung und ein Stellenwert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie sind im Dezimalsystem zu faul,
mal 5 zu rechnen. Können Sie das auch so rechnen? Ich teile durch 2 und dann hänge ich hinten eine 0 an. Dann muss halt eine gerade Zahl sein, sonst klappt das nicht. Aber hier sehen Sie ja zum Beispiel, die Zahl hier hinten, die wird auf jeden Fall glatt durch 2 teilbar sein. Da laufen wir in keine Probleme. Und da wir eh nicht wissen, welcher Stellenwert dahin kommt und da das Teilen in dem Fall leichter geht als das Malnehmen, teilen wir einfach. Also rechnen wir 1, 24, 51, 10 geteilt durch 2. So, erstes Problem, 1 können wir nicht durch 2 teilen. 1 durch 2 geteilt, 1 ist ja eigentlich 60 im nächsten Stellenwert, ergibt 30. 24 geteilt durch 2 geteilt ergibt 42. Das schaut schon mal gut aus. Nächster Stellenwert, 51 geteilt durch 2. 50 geht glatt durch 2, ist 25. Einer bleibt noch übrig, durch 2 sind 30 im dahinterliegenden Stellenwert und die 10 halbiert sind nochmal 5, also 35. 42, 25, 35. Das kommt also hin. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier vorne tatsächlich einen Stellenwert haben und hier einen Stellenwert, dann sehen Sie 1, 24, 51, 10. Das wäre das Verhältnis von Seitenlänge zu Diagonale im Quadrat. Und das Verhältnis von Seitenlänge zu Diagonale im Quadrat kennen wir als Wurzel 2. Was hier steht, könnte also eine Näherung für die Wurzel 2 sein. So, jetzt werde ich mal gleich herüberwechseln und schauen in meinem Applet, ist das eigentlich eine gute Näherung für die Wurzel 2? Schauen wir uns das mal an. Am besten fangen wir von hinten an und da müsste ich dann gleich noch den Stellenwert anpassen, damit das dann passt. Da stimmt wahrscheinlich dann das Semikolon nicht. Wo das Semikolon hingehört, muss ich hier den Haken machen. So, hinten hatten wir stehen eine 10. Davor der Stellenwert ist eine 51. Davor der Stellenwert war eine 24. Davor der Stellenwert war schon die 1. Und hinter dem 1 müssen wir die Kommazahl einsetzen. So, und jetzt sehen Sie, hat er hier das für mich schon gemacht. Umgewandelt 1,4142129. Und das ist schon ein extrem guter Näherungswert für die Wurzel 2. Wo kann sowas herkommen? Erstmal, was ist das? Aufgrund der Größe und der Beschaffenheit von diesem Tontablett geht man davon aus, dass das quasi eine der Lösungen von einem Schüler sind zu sowas wie der Tontafel davor, wo die ganzen Aufgaben drauf waren. Weil die ist relativ groß, also hat einen Durchmesser von 8 cm und stehen aber nur ganz wenig drauf. Das andere Ding, die sind alle nur so 20 cm oder hoch, so hoch, da sehen Sie, es war voll geschrieben mit den Keilschriftzeichen. Und das andere ist halt jemand, der noch lernt. Und der wird dieses 1, 24, 51, 10, das hat er sich nicht ausgedacht oder so, der hat das natürlich aus irgendeiner Tafel. Die haben Tafeln mit Konstanten, da steht zum Beispiel die 5 drin für die Kreiszahl oder 1, 24, 51, 10. Wie kann sowas zustande gekommen sein? Und halt die Fowler und Robson, die haben anhand ganz vieler Tafeln versucht zu rekonstruieren, was ist eigentlich das Verfahren, mit dem die Wurzeln gezogen haben. Also wie haben die diese Näherungswerte gefunden? Und da ist es jetzt auch sehr hilfreich, dass wir uns das heute mit Technologie angucken können. Das ist sehr ähnlich, wer das schon mal gehört hat, zum Heron-Verfahren. Aber es ist nicht genau dasselbe. Also es ist mathematisch absolut äquivalent, aber es ist so, von der Argumentation läuft es ein ganz bisschen anders. So, also wir fangen mal an. Wir sagen, n soll die Fläche des Quadrats sein, das wir suchen. Wir wollen ja Wurzel 2 zum Beispiel haben. Also wir brauchen eine Fläche, die ist 2 groß. Jetzt überlegen wir uns, wie lang ist die Seite? Wir nehmen jetzt einen Wert, der ein Stück zu groß ist. 2 ist sicher zu groß, weil wenn ich 2 quadriere, kommt ja 4 raus. So, unten ist ein Quadrat gemalt, das ist 4 groß. Oben steht, 2 ist mein erster Näherungswert für die Wurzel aus 2. So, was machen wir als ersten Schritt? Wir malen uns mal hin, was zu viel ist. So, also das ist, eine Seite ist jetzt 2 lang, das Quadrat ist 4 groß, wir wollen aber eigentlich ein Quadrat, was nur 2 groß ist, also müssen wir die andere Seite wohl 1 lang machen. Das ist das das ist das Rechteck, was da steht. Die eine Seite ist genauso lang wie unser AN und die andere Seite ist quasi A Quadrat. Kann ich jetzt leider da nicht draufschreiben, aber mache ich dann nachher am Zettel nochmal. Ist quasi A Quadrat minus
n lang. Das ist in diesem Fall 1. So, jetzt teilen wir das in die Hälfte und legen das geschickt in das andere herein. Und jetzt gucken wir mal nach. Wenn das möglich wäre, die zwei Streifen so in das vordere Quadrat reinzulegen, dass da direkt wieder ein Quadrat entsteht und sich nichts überdeckt, dann wird das ja genau passen. Weil vorne das Quadrat ist 4 groß, das Rechteck ist 2 groß. Jetzt lege ich das Rechteck in das Quadrat rein und das, was unbedeckt bleibt, hätte als Fläche dann genau 2. Ganz funktioniert das nicht, sehen Sie? Da ist leider unten so ein kleines Quadrat, wo die sich beide überdecken. Das ziehe ich also zu wenig ab. Die Fläche von dem da oben ist immer noch ein Stück zu groß von dem hellgrauen. Weil ich ziehe hier ja eigentlich 2 ab von 2. Aber hier sehen Sie, da unten ist so ein Viertelquadrat, das genau zu groß ist. Also das ziehe ich zu wenig ab, wenn ich mir das obere angucke. Aber es wird doch 3/2. Das ist ja hier 3/2 lang jetzt. 1/2 habe ich unten abgezogen, weil hier oben die Seite 1 lang war. Ziehe ich hier unten 1/2 ab. Da ist ein Quadrat, das hat genau 9/4 Quadrate, beziehungsweise 3/2 ist das lang. Wird doch wohl 3/2 der nächstbessere Näherungswert sein. So, probieren wir das mal aus. 3/2. Und da sieht man, oh, das ist aber schon ein ganzes Stückchen besser. So, jetzt muss man das natürlich noch irgendwie notieren. Und das ist mein Schritt 4. So, jetzt hätte ich als nächsten Wert, hätte ich dann 17/12 schon in der zweiten Näherung. Kann ich mal eintragen, damit man mal sieht, wie nah man dann langsam daran kommt. Jetzt sehen Sie nicht, ist gleich das Quadrat nur noch ein kleiner Streifen. 17/12 übrigens auch noch ein Wert, der für die Babylonier sehr gut handhabbar ist, ne? Sechsagesimalsystem. So. Und jetzt sehen Sie schon quasi keinen Unterschied mehr. 577 durch 408 müssten wir jetzt mal in den Taschenrechner eintippen. Da wären Sie schon quasi an der Stelle, wo Sie sagen können, das ist jetzt dann schon ein Näherungswert, der nah an dem Ding ist. Also Sie brauchen 3. Sie müssen glauben, dass die Babylonier so ein Verfahren 3-mal hintereinander ausgeführt haben. Und es ist dokumentiert, dass diese Argumentation nicht genau mit den Bildern da ist. Dann kann man sich erklären, woher dieser Näherungswert kommt. Es ist also ein extrem schnell konvergierendes Verfahren, weil es genau das Heron-Verfahren ist. Und das Heron-Verfahren ist eben einfach gut. Schauen wir vielleicht noch ganz kurz hin, wo kommt jetzt eigentlich diese Rekursionsformel her? Also wir haben hier erstmal unser Quadrat, das noch nicht die ganz korrekte Fläche hat. Und das ist noch nicht n, das ist nämlich eigentlich an mal an. Hat also die Fläche a n zum Quadrat. So, jetzt wollen wir den Unterschied darstellen. Also das hier soll das sein, was eigentlich zu viel ist. Das ist also a n Quadrat minus n als Fläche. Und da habe ich die Kurzbezeichnung für eingeführt. Ich schreibe das mal hier oben drüber. B. So, wenn ich hier wieder die Seite genauso nehme wie von dem Quadrat, habe ich hier als Seite a n. Und wenn das Ganze die Fläche b hat, dann ist die andere Seite natürlich b durch an lang, hier oben, weil wenn ich das mit an mal nehme, kommt ja wieder genau b raus. So, jetzt lege ich die Hälfte hier unten rein. Das heißt, hier habe ich dieses b durch an, aber eben entsprechend nur die Hälfte davon. Und hier haben Sie ja jetzt die Seitenlänge für die neue Näherung und die ergibt eben genau das an. Das wäre die Gesamtlänge minus dieses 1/2 mal, jetzt wird es ein bisschen eng vom Schreiben, b durch an. So kommt diese Rekursionsformel, wie sie hier oben steht, zustande. Mit dem Wurzelziehen haben wir uns schon so ein Stück weit in einen Bereich vorgewagt, den wir heute unter Umständen eher der Algebra zuordnen würden. Im nächsten Kapitel werden wir uns noch ein weiteres Verfahren anschauen, bei dem es um das Lösen von Gleichungen geht. Und mit der Astronomie lernen wir auch ein Anwendungsfeld kennen, bei dem es auf präzise Berechnungen wirklich ankommt.